Hallo zusammen. Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, warum ein RGB-Wert unterschiedlich aussehen kann? In Photoshop habe ich einmal eine RGB-Datei angelegt mit dem Farbprofil sRGB. Und über Menü Bearbeiten, Profil zuweisen, wende ich jetzt einmal ein neues Profil auf diese Datei an. Ich wechsle einmal von sRGB zum Beispiel nach ECI-RGB, ein bekanntlich sehr großer Arbeitsfarbraum, und wir sehen, das Aussehen meines RGB-Wertes ist anders. Das Geheimnis sind anscheinend die Farbprofile, doch dazu mehr am Ende dieses Videos. Wir schauen uns jetzt einmal in Natura an, worin überhaupt das Problem besteht. Ja, warum sieht der RGB-Wert anders aus, sprich der Farbeindruck ist unterschiedlich? Das zeige ich euch mal hier mit einem Luftballon und einem Edding. Ich puste den Luftballon mal auf. Und mit dem Stift male ich da mal ein Kreuzchen drauf. Wunderbar. Wie ihr euch schon denken könnt, simuliert der Luftballon den RGB-Farbraum, also einen Gerätefarbraum, der mit einem ganz bestimmten Profil jetzt beschrieben ist. Mein Kreuzchen hier auf der Oberfläche symbolisiert meinen RGB-Wert, sprich meine Raumkoordinate. Ich puste den Luftballon jetzt einmal auf. Das heißt, zurzeit haben wir diesen Farbeindruck hier, dieses Luftballons, weil wir haben jetzt diesen RGB-Wert. Nur ein bisschen aufgepustet, aber mein RGB-Wert ist der gleiche geblieben. Weil ich den Luftballon aber jetzt aufgepustet habe, befindet sich vom gedachten Mittelpunkt dieses Luftballons dieser RGB-Wert natürlich viel weiter außen. Schauen wir uns das einmal direkt an der Tafel an. Das Geheimnis hinter dem Ganzen ist nicht der RGB-Farbraum, sondern der LAB-Farbraum, also der Farbraum des menschlichen Sehens. Ich habe mal die Koordinaten aufgezeichnet oder die Farbachsen aufgezeichnet. Wenn ich jetzt mal meinen Luftballon hier hin einzeichne, so war der ungefähr am Anfang und hier ist jetzt mein RGB-Wert, dann bekommt er einfach, weil ich jetzt einfach mal das LRB-Koordinatensystem darauf angewendet habe, eine ganz bestimmte Raumkoordinate. Puste ich jetzt diesen Luftballon einmal auf, was ich getan habe, wandert natürlich der RGB-Wert von seiner Raumkoordinate an eine ganz andere Stelle. Das heißt, hatte er eben noch diesen A- und diesen B-Wert hier, hat er nun diesen A- und diesen B-Wert. Die Helligkeit haben wir jetzt noch gar nicht damit berücksichtigt. Auch die kann sich natürlich gegebenenfalls entsprechend ändern. Das heißt, von hier nach da. Das heißt, mein Farbwert, der in RGB-Werten ausgedrückt wird, sprich reine Helligkeitsinformationen in jedem Kanal, der bleibt gleich, wird aber im LAB-Farbraum komplett anders dargestellt und deswegen ändert sich auch der Farbeindruck. Das schauen wir uns jetzt nochmal an ein, zwei Beispielen in Photoshop an. Um das Ganze einmal in Photoshop darzustellen, habe ich tatsächlich einmal ein fotorealistisches Bild genommen, und zwar in dem Fall das einer Katze, wie unschwer zu erkennen ist. Mit dem Farbaufnahmewerkzeug setze ich jetzt mal einen Farbwert hier ab. Ich nehme mal, klicke einfach mal hier rein. Und wir schauen mal und wir sehen, wir haben hier einen RGB-Wert von 149, 68 und 12. Logisch, ja, R ist stark erhöht, ganz klar. Wir haben ja hier auch irgendwie einen Rotwert. Im Menü Bearbeiten finden wir die Funktion Profil zuweisen. Die wähle ich jetzt hier einfach mal und mal ein bisschen hier hin. So, mein Bild liegt im sRGB-Farbraum vor. Sobald ich jetzt sage, weise mir anstatt des sRGB-Profils, in dem das Bild erstellt wurde, einmal den RGB-Arbeitsfarbraum Adobe RGB, den ich schon bereits als Arbeitsfarbraum voreingestellt habe, zu, seht ihr, ändert sich das Ganze und die Farben kommen viel gesättigter heraus. Was aber jetzt zu beachten ist hier oben, mein RGB-Wert ist immer noch der gleiche. Ihr kennt das, vor dem Slash ist der Wert, wie er gerade war, und nach dem Slash oder rechts vom Slash ist der Wert, wie er nach der Korrektur dann angewendet wird. Das ist der gleiche Wert. Also, gleicher RGB-Wert, unterschiedliches Aussehen.
Auch hier, ich gehe nochmal gerade zurück. So sah es vorher aus. Ich wähle jetzt nochmal ein ECI-RGB aus als Arbeitsfarbraum und da wird das Ganze noch sehr viel deutlicher. Denkt an den Luftballon. Der ECI-RGB-Farbraum ist ein sehr viel größerer Farbraum als das sRGB. Was passiert also jetzt an dieser Stelle? Dazu schauen wir uns jetzt einmal den LAB-Wert an. Das heißt, nochmal hier rein, die Information einmal zu ändern. Das heißt, unser LAB-Wert vorher war 39, 33 und 46 und der hat sich jetzt geändert auf 40, 43 und 56. Der ist also auf der A-Achse und der B-Achse, auch genauso wie wir es natürlich eben mit dem Luftballon mal dargestellt haben, um rund 10 Punkte weiter nach außen gewandert. Sprich, der A-Wert hat sich um circa, oder um, genau in dem Fall um 10 erhöht und der B-Wert auch. Positiver A-Wert ist die Rotachse, positiver B-Wert die Gelbachse. Also mein Orangewert ist vom Mittelpunkt her gesehen oder meine Farbkoordinate ist vom Mittelpunkt des LAB-Systems her gesehen viel weiter außen und von innen nach außen geht nun einmal die Sättigung. Das heißt, mein Bild ist viel zu gesättigt. Genau das ist mir einmal passiert. Und dazu gehen wir nochmal gerade hier in die Farbeinstellungen rein. So sehen meine Farbeinstellungen aus. Mein RGB-Arbeitsfarbraum, Adobe RGB, in dem Fall habe ich ISO-coded noch als CMYK-Farbraum. Und ich habe hier auf alle Fälle korrekterweise eingestellt, eingebettete Profile beibehalten. Das heißt, mir ist Folgendes passiert. Ich habe ein Bild bekommen von ein Porträtfoto von einer Person, die ein Vorwort in einem für eine Broschüre geschrieben hat. Und ich mache dieses Bild auf oder ich öffne dieses Bild und ich hatte diese Einstellung drin. In RGB-Arbeitsfarbraum konvertieren. Und ich hatte noch als RGB-Arbeitsfarbraum den ECI-RGB-Farbraum drin. Also ein sehr großer Farbraum, wie gesagt. Das heißt, es ist genau das passiert, was wir hier eben simuliert haben. Von der normalen Ansicht her, die ich gar nicht gesehen habe oder erst gar nicht gesehen habe, weil ich habe auch gar nicht angehackt hier beim Öffnen wählen, sondern das ging gerade in einem so durch, habe ich mir nur gedacht, boah, der Typ war aber lange auf der Sonnenbank. Daher immer eingebettete Profile beibehalten, beim Öffnen wählen, angehakt. Dann kann ich kontrollieren, mit welchem Farbprofil wurde mir das Bild geliefert und was würde gegebenenfalls passieren, wenn ich es anders anwende. Also, ganz wichtig. Ich gehe hier nochmal raus. Das heißt, auch hier nochmal zu sehen, wir gucken nochmal hier rein, im Menü bearbeiten, Profil zuweisen. Ein letztes Mal, weil es so schön war. Also, wir haben ein sRGB. Und sobald ich das Ganze umändere in ein anderes Profil, ändert sich der Farbeindruck. Das heißt, die Auflösung von am Anfang ist ganz einfach die, was macht ein RGB-Farbprofil, ein RGB-ICC-Profil? Es bestimmt den Farbeindruck eines RGB-Wertes. Das heißt, anderes Profil gleich unterschiedlicher Farbeindruck. Ihr dürft jetzt philosophieren, wie sieht denn mein RGB-Wert ja in Wirklichkeit überhaupt aus? Viel Spaß dabei!